Also es war eine extrem harmonische Preisverleihung, würde ich sagen. Ja. Wie man sie selten erlebt. Genau. Und dann noch mit Volker Schlöndorff. Ja, und die Laudatio von... Ihrer Intention. Naja, Widerstände, aber auch eben gegen Widerstände, sich durchzusetzen, aber ohne Hass erfüllt zu sein und ohne hart zu werden. Sondern dich selber bewahren und deine eigene Charakteristik oder dein eigenes Befinden trotzdem bewahren und trotzdem sich durchsetzen. Das ist wichtig. Und immer dabei denken. Also wie Hannah Arendt sagt. Habe ich mir noch mal all seine Filme angesehen und habe jetzt eigentlich erst erkannt, was das für ein großartiger Regisseur war. Und das hat mich besonders gefreut an dem Preis, dass ein Regisseur, den ich eigentlich Unrecht getan habe in meiner Erinnerung, plötzlich gemerkt hat, was wie bedeutend er war. Bewahren und trotzdem sich durchsetzen. Das ist wichtig. Und immer dabei denken.
Also wie Hannah Arendt sagt. Genau, ja. Und fast wie Hannah, sondern es ist ja wirklich eine große Anstrengung. Eine Odyssee. Eine Odyssee war eine Anstrengung. Ja, ja. Auch, ne? Ja, ja. Und auf jeden Fall. Wirklich zeigt, was Frauen eigentlich doppelt und dreifach leisten müssen, absolut. Um das. Ja, ja, also ich bin eigentlich ein Paradebeispiel. Ja? Leider. Oh, muss. Ja. Ja. Ich bin der Lappen. Ja, vor allen Dingen zu Margarete von Trotter und Kaiserswerth, weil Margarete ist ja in Kaiserswerth in der Schule gewesen und hat übrigens ihren letzten Film im Jahre 2013/14, Die abhandene Welt, auf meinem Grundstück, auf meinem Anwesen in Düsseldorf, Kaiserswerth gedreht und mit Katja Riemann und auch wieder mit Frau Sukowa. Also ein Film an sich, eine Hommage an die beiden Schauspielerinnen, die beide auch ganz hervorragende Sängerinnen sind. Und der Vater der beiden Damen, das ist Matthias Habich. Und der lebt in dem Haus meiner Mutter praktisch, also an dem See. Und was interessant war, ich habe also dann auch noch in dem Film kurz erscheinen dürfen, weil es war so eine kleine Hommage. Ne? Aber Margarete kenne ich schon sehr, sehr lange, auch aus Frankreich, weil ich auch in Paris studiert habe. Also schon eine etwas längere Beziehung. Und umso schöner war es, dass sie nach Kaiserswerth zurückgekehrt ist und hat den Film da praktisch gedreht. Ne? Genau, ja, ja. Aber es gibt ja diese Geschichte, ich weiß nicht, ob jedenfalls hat meine Eltern die erzählt, also als die Mutter von Trotter mit dem Bollerwagen aus Berlin mit Margarete drin in Kaiserswerth, nach Kaiserswerth gekommen ist. Ne? Ja, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist die Geschichte, die ich heute zum ersten Mal gehört habe. Deshalb fand ich heute diesen Festakt sehr, sehr interessant. Der war extrem persönlich und ich glaube, wir haben alle, die wir also den Film lieben und auch Margarete lieben, unglaublich viel gelernt und unheimlich viel Background-Wissen uns aneignen können. Also das war eine extrem harmonische Preisverleihung, würde ich sagen. Wie man sie selten erlebt. Genau. Und dann noch mit Volker Schlöndorff. Ja, und die Laudatio von Schlöndorff war natürlich sensationell. Ja. Wo hat man das schon mal das Glück, dass der Ex eine Laudatio hält? Das kommt im Leben nicht so häufig vor. Ne? Aber das war also insgesamt ein sensationeller Festakt. Genau. Fand ich auch. Ja. Frage stellen. Ja. Und du triffst heute hier wunderbare Freunde von früher, oder? Ja, ja, ja. Ich sehe das ja nur von Weitem. Ja, also ich meine, das sind meine Cousine und ihr Mann. Und dann ist mein erster Freund hier, der ein Jazzpianist war. Nein. Oder ein das waren ja alles noch Schüler. Ich meine, der hat das Piano gespielt in so einer Schülergruppe, ja. Also kann man nicht als Pianist bezeichnen, aber er hat sehr, sehr gut gespielt. Also manche sind von weit her gekommen. Ja, 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 ja. Und manche sind halt einfach hier. Das kenne ich auch nicht. Ne? Also, Sie sind die Cousine, ne? Sie sind die Cousine, sagte die Margarete gerade. Das ist ja toll, ja. Und Sie sind angereist? Ja, wir kommen aus Leverkusen. Ach so, nur aus Leverkusen? Nur aus Leverkusen, nicht so weit. Ja, nicht so weit. Wir haben uns als Kinder, sind die immer nach Leverkusen gekommen. Ja, das ist von meinen Eltern. Als die kamen, ne, aus Kamen, ankamen in Kaiserswerth, war das schon eine kleine Sensation. Ja, ja. Wenn sie ihre Filmpremieren in Essen hatte, bekamen wir immer Einladungen auch. Ne, ja, klar, ja. Wir beide sind aber nie zusammengekommen, das ist ja so, also sie hat der Film, ich war Theaterschauspieler, ne? Ja.
irgendwie haben wir mal darüber geredet, da könntest du auch mal bei mir in einem Film mitmachen. Aber dann sagte sie, sie hatte zwei Leute vom Stadttheater mal in ihrem Team. Es war grauenhaft, und zwar deswegen, weil die nie Zeit hatten. Im Theater, wenn sie am Theater engagiert sind, haben sie nie eigentlich nie Zeit. Also da noch nebenbei einen Film zu drehen, ne? Ganz schwierig. Ne? Ja, ich habe Probe heute und morgen auch Probe, dann habe ich Aufführung und so. Ne? Was soll man machen? Kann man ja nicht absagen. Ne? Nee, gut. Das stimmt. Ja, danke schön.